Ja, auch von meiner Seite, ihr könnt schon mal die erste Folie reinmachen, vielen Dank. Ein herzlich willkommen. Ich will besonders euch im Livestream begrüßen und vor allen Dingen die das auch später anschauen werden. Und ich will dich jetzt besonders segnen, dass du, der du das vielleicht alleine zu Hause dann später anschauen wirst und nicht in diesem Raum bist, nicht den Lobpreis miterlebt hast, dass du besonders merkst, Jesus ist bei dir. Wenn du dir das Video dann anschaust, sei gesegnet. Wir sind unterwegs in der Predigtreihe Glaube und Gesellschaft. Und hier könnt ihr sehen, in welchem Thema wir gerade unterwegs sind. Wir befinden uns so auf der Zielgerade. Diesen Sonntag und nächsten gehen wir noch das Thema an Gender, Identität und Sexualität. Heute wird speziell um Gender und Identität gehen. Und nächste Woche freue ich mich mit meiner Frau zusammen, das Thema Sexualität zu machen. Euch nicht vorzustellen, sondern gemeinsam zu erzählen. Genau. Und bei so heißen Themen ist es immer wichtig, dass man verschiedene Blickwinkel hat. Dass man nicht einseitig wird, dass man versucht, Gedanken, die man hat, aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Und deshalb haben wir die Sichtweisen, die ihr hier auch mit diesen Tafeln seht. Es gibt immer auf ein Thema eine Sichtweise, das unsere heutige Gesellschaft hat, wo man vielleicht auch manchmal Zeitgeist dazu sagt. Es gibt eine Sichtweise, die aus unserer Prägung herauskommt. Dinge, die wir erlebt haben, die uns geprägt haben, wodurch Lebensmuster entstanden sind, Verhaltensmuster, Denkweisen. Und wo auch unsere Gefühle angesiedelt sind. Wo wir merken, wenn was Bestimmtes passiert, gehen bei uns bestimmte Dinge in Bewegung. Wir erinnern uns an Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das sind unsere Gefühle. Und genau die sind wichtig, wenn wir über sowas nachdenken. Und wir wollen das alles unter der Sichtweise Gottes sehen. Unter dem, der uns gemacht hat, dem Schöpfer, und sein Wort mit einbeziehen. Also diese Sichtweisen, und heute geht es wie gesagt um Gender, und das Bild macht schon deutlich, wie vielfältig das Thema ist. Und wir wollen diese drei Themen heute im Speziellen anschauen. Was ist Gender und LGBTQ+? Was macht oder was sagt Jesus zu dem Thema Mann und Frau, Gender und LGBTQ+? Und das letzte, Identität, Prägung, Lüge oder Wahrheit. Und ihr merkt schon, man kann über diese Abkürzung so richtig drüber stolpern. Da gibt es auch verschiedene Abkürzungen von dieser Gruppe von Menschen, die sich, wie das Bild hier zeigt, mit verschiedenen Symbolen darstellen, mit der Regenbogenflagge und mit verschiedenen Geschlechtern. Ihr seht hier männliche, weibliche Darstellung und kombiniert. Und wir wollen in den drei Bereichen Definition, Statistik, Ziele und Selbstverständnis und die Herausforderungen, die wir dabei sehen, einfach mal reingehen. Und wir starten erstmal mit der Definition und dann noch ein paar statistische Sachen. Also das Wort Gender an sich kommt aus dem Englischen und bedeutet einfach nur Geschlecht. Aber damit ist nicht das biologische Geschlecht gemeint, sondern das soziale Geschlecht. Wenn man also von Gender spricht, geht es um das soziale Geschlecht. Und das bezieht sich aber auf die typischen fraulichen oder männlichen Dinge. Und diese Gruppe von Menschen, die sich unter LGBTQ und dann manchmal Plus oder IA kommt auch noch dazu, sammelt, das sind einfach Menschen mit unterschiedlichen Identitäten und unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Und ich habe euch das mal hierher aufgeführt. Das sind jeweils immer die Abkürzungen, die Buchstaben von den Worten, die dahinter stehen. Und ich übertrage das schon mal ins Deutsche, weil es auch wieder aus dem Englischen kommt. Es ist die Abkürzung für lesbische Menschen, für schwule Menschen, für bisexuelle Menschen, für transsexuelle oder transgender, für square Menschen, für Intersexuelle und Asexuelle. Jetzt sind wahrscheinlich alle durcheinander gekommen. Manche kennen sich vielleicht aus damit. Und damit wir verstehen,
um was geht's da eigentlich? Ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, was sind das für Menschen? Was bewegt die? Was haben die für Ziele? Was ist ihnen wichtig? Und damit jeder gut mitkommt, versuchen wir mal, jeden Begriff kurz zu klären. Lesbische Menschen bedeutet, das ist eine Frau, die eine Frau liebt. Schwul heißt ein Mann, der einen Mann liebt oder der sich zu einem Mann hingezogen fühlt. Bisexuell werden Menschen bezeichnet, die sowohl sexuelle Beziehungen zu Männern als auch zu Frauen haben und die sagen, das ist mir eigentlich egal. Dann gibt es Transsexuelle oder Transgender. Das sind Menschen, die sagen, ich bin zwar in einem biologischen Geschlecht geboren, fühle mich aber fremd in meinem Körper. Also ein Transmann ist als Frau biologisch geboren und fühlt sich aber als Mann. Und seine ganzen Empfindungen und Gedanken zielen dahin, ein Mann zu sein. Biologisch wurde er als Frau geboren. Und umgedreht, eine Transfrau wurde als Mann geboren und fühlt sich als Frau. Square ist einfach nur der Sammelbegriff für die bisher genannten. Das heißt für Lesben, für Schwule, für Bisexuelle und für Transmenschen. Das wird als Square zusammengefasst. Und dann gibt es noch zwei ganz spezielle, die eigentlich überhaupt nicht so richtig mit dieser Gruppe der Erstgenannten zu tun hat, weil die Erstgenannten haben sich das selber ausgesucht. Die haben gesagt, ich habe mich entschieden, so zu sein. Jetzt kommen wir zum Intersexuellen und zum Asexuellen. Der Intersexuelle, das sind Menschen, auch zweigeschlechtliche oder Zwitter genannt, die also schon mit der Geburt beide Geschlechtsmerkmale haben. Und der Asexuelle ist ein Mensch, der keinerlei sexuelle Bedürfnisse hat, der also überhaupt keine Emotion und kein Gefühl für ein anderes Geschlecht empfindet. Jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen den Zahlen widmen. Also wenn wir diese Kategorie von Menschen sehen, und ihr alle wisst das, in der Presse wird dieses Thema immer sehr hoch gejubelt oder in die Medien gebracht. In den Schulen wird es behandelt. Ich habe das auf dem Sola gemerkt. Wir haben das als Workshop angeboten, dieses Thema im Sola bei den Teenies. Und keiner von den Teenies hatte Bock, dahin zu gehen. Weil die gesagt haben, mir hängt das Thema zum Hals raus. In der Schule wird es hoch und runter gelabert. Das ist unsere jetzige Zeit. Und jetzt wollen wir mal überlegen, wie viele Leute betrifft es? Habt ihr eine Idee? Vielleicht erstmal grundsätzlich. Wenn man Europa betrachtet, ist Deutschland das Land, wo die Gruppe der LGBTQ-Menschen von allen Ländern am weitesten ausgebreitet ist. Nämlich 7,4% von allen Menschen hier in Deutschland laut Erhebungen und Befragungen zählen sich dieser Gruppe zugehörig. Dann kommt Spanien, die haben ungefähr 6,9, 7,2, sowas in dem Dreh. Und dann kommt England. Ungarn ist ganz hinten, die haben 1,5%. Bloß, dass man mal so ein bisschen ein Ranking hat. Also das sind auf Deutschland 85 Millionen Menschen. Mal bezogen sind das also etwa 6,2 Millionen Menschen fühlen sich also dieser Gruppe, die ja alle möglichen Arten von Menschen sammelt, zugehörig und sagt, da fühle ich mich gefühlsmäßig zugeordnet. Jetzt wollen wir ganz bewusst noch unterscheiden, und zwar diejenigen, die durch Geburt in so eine Situation gekommen sind, nämlich die intersexuellen Menschen, die sich das nicht ausgesucht haben. Wie viel Prozent sind das? Das ist sehr schwierig. Da gibt es Schätzungen, die von 0,02% der Weltbevölkerung ausgehen bis zu 1,7%. Das ist eine Wahnsinnsspanne. Und man sagt, ein wahrscheinlich zutreffender Wert ist etwa 0,75 bis maximal 1%. Werden also so geboren,
Das bedeutet, wieder auf unsere 85 Millionen in Deutschland Lebenden haben wir dann etwa so 400.000 bis 600.000 maximal Menschen, die so geboren werden, die also mit diesen unterschiedlichen Geschlechtsmerkmalen geboren werden. Und jetzt merkt man, wie klein die Zahl ist von Menschen, die das eigentlich betrifft, im Verhältnis zu der großen Zahl von Menschen, die heterosexuell sind, die ganz normal in klassischen Beziehungen, Partnerschaften, der Ehe leben als Mann und Frau. Und trotzdem ist unsere Gesellschaft dabei, und da kommen wir eigentlich hierhin, dass dieses Thema, was so wenige persönlich betrifft, durch Gesellschaft und den Zeitgeist so nach vorn getragen wird. Und das hat Gründe, und wir gucken uns mal hier eine Statistik an, wo man sieht, dass das vor Jahren noch ganz anders war. Hier sieht man also, wie Menschen, die in der Zeit von 1946 bis 1964 geboren sind, die sogenannte Boomer-Generation, da waren 97% haben sich heterosexuell bezeichnet, nur etwa 1% homosexuell und 1% bisexuell. Die Begriffe haben wir ja schon geklärt, was es bedeutet. Ich sage noch was zu dem Begriff pansexuell. Das ist im Grunde genommen, bezeichnen sich so Personen, die sagen, mir geht es nicht um eine sexuelle Beziehung zu einem Menschen, sondern um eine emotionale. Wenn ich also emotional von jemandem angezogen werde, habe ich nicht zuallererst das Bedürfnis, mit dem Sex zu haben, aber dann ist es mir egal, ob das Mann oder Frau ist. Also die sind so ein bisschen ähnlich wie die Bisexuellen, nur dass bei denen der sexuelle Anteil nicht so wichtig ist. Die nennt man also pansexuell. So, dann gehen wir zur Generation X, das ist meine Generation, geboren von 1965 bis 1979. Und hier sieht man, sind nur noch 94%. Wir haben 3% Homosexuelle, die sich als solche definieren, 1% Bisexuelle und 1% sagt, ich möchte dazu nichts sagen. Bei den Millennials von 1980 bis 1994 geboren, geht es wenig runter, 93% haben eine ähnliche Verteilung. 2% homosexuell, 2% bisexuell. Wir merken aber, dass hier schon dieser Gedanke, sich festzubinden und eine verbindliche Partnerschaft einzugehen, dass der über die Jahre immer mehr abnimmt, weil unsere Gesellschaft im Grunde genommen ein Bild zeichnet und sagt, es ist nicht mehr so wichtig. Und deshalb nehmen solche Zahlen ab. Noch deutlicher wird es bei der Generation Z, die von 1995 bis 2012 geboren sind. Hier merkt man, hier ist nochmal ein richtiger Sprung, wenn man das auf die Boomer-Generation bezieht. Fast 10% weniger bezeichnen sich inzwischen heterosexuell. Also ganz normal als Mann und Frau. Und wir haben einen deutlichen Zunahme von Homosexualität und vor allen Dingen bisexuell. Wo also so ein bisschen der Gedanke dahinter steht, ich experimentiere einfach mal, egal ob Männlein oder Weiblein. Hauptsache Sex zeigt aber auch ein bisschen die Zerrissenheit in der Identität. Dass man eigentlich nicht mehr genau weiß, wer bin ich denn überhaupt? Und ansonsten 1%. Im Verhältnis immer noch richtig wenig. Wenn wir bedenken, was da teilweise in den Medien für eine Welle geschoben wird. Und deshalb ist es wichtig, dass man noch ein bisschen genauer hinschaut. Und wir gucken uns mal an, was bewegt diese Gruppe von Menschen, was sind die Ziele, die sie verfolgen. Und ich glaube, wenn wir die reinen Ziele hören und auch was sie sich wünschen, werden wir überrascht sein. Also, ich lese mal hier vor, Ziele dieser Bewegung.
Ihnen ist wichtig, dass Menschen, die eine sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität haben, die nicht den gesellschaftlichen Mehrheitsnormen entsprechen, anzuerkennen und nicht zu diskriminieren, sondern in allen Bereichen des Lebens gleichzustellen. Also Anerkennung und Gleichstellung, das sind so zwei wichtige Schlagworte. Und wir merken, in manchen Punkten haben wir damit ein Problem, aber im Grunde genommen ist der Punkt, ich will angenommen sein und ich will gleich wertvoll sein, was zutiefst menschlich ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Gott hat uns angelegt, dass wir anerkannt sind, dass wir wertgeschätzt sind, dass wir gleich behandelt werden. Also im Grunde genommen ist dieses Grundbedürfnis, was dahinter steht, überhaupt nicht zu verachten, sondern nachzuvollziehen, weil es Gott sogar in uns reingelegt hat. Und noch ein bisschen krasser wird es, wenn hier eine Befragung ganz neu 2023, hier wurden die Menschen dieser Gruppe mal gefragt, was ist dir persönlich wichtig? Und wenn du das liest, dann fällt dir fast nichts mehr zu ein, weil du kannst sagen, das sind ja fast ähnliche Ziele, die ich habe. Eine glückliche Beziehung steht ganz oben. Wer von euch wünscht sich nicht eine glückliche Beziehung? Eine gute Zeit zu haben, diese Antwort, wir merken das, die wurde wahrscheinlich in der Boomer-Generation so noch nicht gegeben. Das ist ein Stück Zeitgeist, wo gesagt wird, naja, es geht darum, eine coole Zeit zu haben, einen Lebensabschnitt cool zu erleben. Aber genau die gleiche Haltung können Heterosexuelle haben, die sagen, ich will jetzt einfach mal eine coole Zeit haben. Und nächste Woche habe ich die nächste Freundin. Also das ist eine Denkweise unserer Gesellschaft. Aber Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, was jeder hat. Soziale Gerechtigkeit, eigene Entscheidung treffen, nicht von anderen bestimmt zu werden. Ein aufrichtiges und respektables Leben führen. Neue Dinge lernen und erfolgreich zu sein. Hättet ihr das gedacht? An diesem Punkt kann man doch zustimmen. Das sind doch richtig gute Sachen, die in der Grundmotivation da ist. Und von daher müssen wir uns die Frage stellen, warum sind diese Menschen, die sich so fühlen, die in eine Prägung gekommen sind und Gefühle haben, die allermeisten von uns, die heterosexuell geprägt sind und auch so leben, nicht so richtig nachvollziehen können. Und deshalb wollen wir noch ein bisschen tiefer reinschauen und wir kommen jetzt langsam dahin, dass wir uns mal die Herausforderung dieser Bewegung anschauen. Und dazu will ich euch mal 5 Personenarten vorstellen, ein bisschen genauer. Und ihr merkt dann sofort, wie widersprüchlich diese 5 unterschiedlichen Personen sind in ihren individuellen Zielen und dass es eigentlich von daher überhaupt nicht möglich ist, diese Menschen in einer Gruppe zusammenzusammeln. Und zwar geht es um das Selbstverständnis. Fangen wir mal mit einem transsexuellen Menschen an. Das ist ja einer, nehmen wir mal einen Transmann, der als Frau geboren wurde und er fühlt sich als Mann und der sagt von sich, wenn du den fragst, ich bin im falschen Körper geboren. Ich werde alles dafür tun, dass ich wirklich ein Mann werde. Und er beschäftigt sich damit. Er zieht sich an wie ein Mann. Und dann kann das so weit gehen, dass die sagen, ich muss mich umoperieren. Ansonsten bin ich nicht in meiner Identität. Ich bin ein Mann. Klare Aussage. Körperlich eine Frau. Bei der Geburt. Jetzt kommt ein anderer transsexueller Mensch dazu, der ein bisschen anders geprägt ist und der sagt, warum beharrst du denn so auf deiner Aussage, dass du ein Mann bist? Sei doch entspannt. Geh doch davon aus, dass sich die Geschlechtlichkeit ändern kann. Das ist doch alles variabel. Stell dir vor, das Leben ist wie eine Zeitreise zwischen den Geschlechtern. Heute Mann, morgen Frau. Auch das ist eine Meinung, die heutzutage von Menschen
geteilt wird, wo Menschen unterwegs sind. Und was wir vor allen Dingen auch politisch sehen, dass Leute sagen, wir müssen da komplett offen sein, ja nicht festlegen. Schon die beiden haben ein Riesenproblem miteinander. Der erste sagt, ich bin ein Mann, und der zweite sagt, nee, du musst das variabel sehen. Jetzt kommt noch ein dritter dazu, eine lesbische Frau, und die sagt, Männer, nee, ich liebe Frauen, ich bin eine Frau und mich zieht die Weiblichkeit einer Frau an. Klares Bekenntnis zum Geschlecht weiblich. Ein schwuler Mann, der lange gebraucht hat, bis er sich geoutet hat, er will jetzt endlich anerkannt sein und will seinen Partner heiraten und will sogar den Segen haben. Und er möchte gleichgestellt sein mit den heterosexuellen Ehen. Und er sagt, ich bin ein Mann und ich liebe einen Mann. Der nächste Widerspruch in sich. Und jetzt kommt noch ein bisexueller Mensch dazu, der sagt, ey, spinnst du? An diesen antiquierten alten Ehebegriff, lass das zur Seite. Du musst dich doch nicht binden, du kannst das doch variabel gestalten. Ich will Freiheit, sexuelle Freiheit und Beziehungen in alle Richtungen. Und wir merken, wie herausfordernd das für uns ist, und das ist die Herausforderung, pauschal zu dieser Gruppe von Menschen zu sagen, wir akzeptieren euch. Weil man immer im Detail die einzelne Person sehen muss und fragen muss, was willst du denn eigentlich? Was ist dir wichtig? Was willst du eigentlich? Und dann können wir eine Stellung dazu beziehen. Aber pauschal kann man zu dieser Gruppe weder Ja noch Nein sagen, weil die sich in ihren Motiven und Zielstellungen untereinander so widersprechen, dass es richtig schwierig ist. Man muss also genau hinschauen, was aber, glaube ich, ohne Frage ist, dass wir diese Menschen annehmen sollen. Und auf Augenhöhe wertschätzend ihnen begegnen sollen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir wollen natürlich jetzt mal diesen Filter einnehmen und wollen uns angucken, was sagt denn Jesus zu diesem Thema. Und dazu will ich eine kleine Vorbemerkung machen. Jesus war, als er auf der Erde lebte, vor 2000 Jahren, oft ähnlich herausgefordert wie wir, mit solchen Themen, die uns manchmal überfordern. Wo wir merken, egal was ich sage, der andere legt es immer falsch aus. Wenn wir als Christen zu dem Thema Stellung beziehen und sagen, wir glauben nicht daran, wir glauben an die Schöpfungsordnung Gottes, wir glauben, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat, dass die Ehe der passende, gute Schutzraum ist, dann ist man ganz schnell in die Ecke gestellt. Als Extremist, als jemand, der andere diskriminiert. Wie ist Jesus damit umgegangen? Er hatte zu der damaligen Zeit ähnliche Situationen. Und wir steigen jetzt in einen Bibeltext ein, in Matthäus 19, Vers 3 bis 12. Und in dem Bibeltext wurde Jesus von damaligen Pharisäern, das waren also gelehrte Leute, Theologen, die wollten Jesus eine Falle stellen. Die wollten ihm damals in einer heiß diskutierten Frage eine Falle stellen. So ähnlich wie uns vielleicht heute das Thema, wie gehst du mit Schwulen und Lesben und anderen Andersdenkenden um? Nämlich die Frage damals war, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau scheiden zu lassen? Und dieses Thema hatte damals eine Sprengkraft. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Weil wenn eine Frau von ihrem Mann damals verstoßen wurde, fiel sie sozial in das Bodenlose. Es gab kein soziales Netz, es gab kein Bürgergeld, es gab kein Hartz IV, sondern nur die Familie, wenn sie da war, wenn sie die Frau dann nicht ausgestoßen hat. Das heißt, es war hochdramatisch, diese Frage. Ist es möglich, dass der Mann, der zur damaligen Zeit in allen Bereichen von der Kultur das Sagen hatte, einfach mal so, wenn die Eier angebrannt waren oder das Essen angebrannt war, sagt, komm, scher dich vom Acker.
Das war die Frage, die Jesus gestellt wurde. Und Jesus gibt den Leuten damals eine Antwort, die sie nicht erwartet hätten. Und das tut er heute immer noch. Das tut er heute hier in der Frage, wie gehen wir mit andersdenkenden Menschen um? Jesus gibt uns eine unerwartete Antwort. Wir lesen uns mal den Text. Jesus antwortete: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau schuf? Und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Jesus gibt nicht die Antwort, ja, der Mann kann, sondern Gott, Jesus geht zum Ursprung zurück. Er geht zum Schöpfer, zu dem, der uns kennt, der uns gemacht hat. Und sagt ganz klar, Gott hat den Menschen mit zwei Geschlechtern geschaffen, als Mann und als Frau. Und diese beiden sind nicht für sich selbst geschaffen, sondern zueinander hin geschaffen. Eine Frau ist nur dann wirklich in ihrer Berufung und Erfüllung, wenn sie mit einem Mann gemeinsam zusammen sein darf. Ein Mann ist nur dann in seiner Erfüllung, in seiner Berufung, wenn er mit einer Frau zusammen sein kann. Sie beide werden ein Leib sein. Es findet eine Verschmelzung emotional, körperlich in allen Bereichen statt. Jetzt gehen bei uns die Alarmlampen an und sagt, stopp mal. Was ist denn mit denen, die nicht heiraten können? Lasst uns abwarten. Jesus hat auch da für eine Antwort. Jetzt regen die Pharisäer sich auf in unserem Text und lenken ein und sagen, naja, Jesus, du bist jetzt wieder mal ganz schön radikal dogmatisch. Warum hat denn dann Mose in seinem Gesetz den Scheidebrief erlassen und es möglich gemacht? Und die Antwort von Jesus ist eindeutig und trifft mitten in unser Herz. Nur wegen eurer Uneinsichtigkeit. Es hat nichts damit zu tun, dass es Gottes Grundidee ist, sondern weil wir Menschen mit dem freien Willen uns immer wieder dagegen entscheiden, die guten Gedanken Gottes zu missachten und zu sagen, ich weiß es besser, ich mache, was ich will. Und daraus entsteht Chaos. Und Gott sagt, wenn das passiert, dass ihn total zerbrechen und eine Scheidung da ist, nur weil eure Herzen so hartherzig sind, dann will ich eine Hilfe geben, dass das geordnet vonstatten geht. Das ist der einzige Grund, warum im Alten Testament solche Dinge geregelt sind. Aber es ist nicht das Ziel von Jesus, von Gott. Damit haben die nicht gerechnet und die ziehen ab. Jetzt passiert Folgendes in unserer Geschichte. Die Jünger waren die ganze Zeit dabei. Als Jesus mit den Theologen diskutiert hat und haben sich das angehört und haben überlegt, oh Mann, das ist ja mega krass. Haben in ihre Familien geguckt, haben in ihre Freundeskreise geguckt und haben gedacht, so schwierig ist das. Und wir lesen in unserem Text weiter, Jesus, da sprachen die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Die Jünger kommen jetzt zu dem Schluss, oh Mann, dieser Anspruch, der ist so gewaltig, das kriege ich nicht hin, habe ich gar keinen Bock zu. Ist mir ja viel zu anstrengend. Was, Ehe ist Arbeit? Nee. Nicht mit mir. Ich will doch meinen eigenen Zielen folgen. Kennt ihr solche Gedanken? Und Jesus gibt seinen Jüngern wieder eine verblüffende Antwort. Er sagt jetzt nicht, nee, macht es nicht oder so, sondern auf einmal richtet Jesus den Blick auf die Gruppe, die wir bis jetzt noch gar nicht im Blick hatten.
Er sagt da Folgendes, da erwiderte er, das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Damit ist die Ehe gemeint. Also Gott sagt, es gibt Menschen, die sind für die Ehe geschaffen und es gibt Menschen, die haben nicht diese Berufung. Oder, und jetzt wird es noch deutlicher, manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche, wer kann das sein? Intersexuelle Menschen zum Beispiel? Asexuelle Menschen? Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht. Jesus hatte damals die Eunuchen im Blick. Die wurden nämlich von den Herrschern einfach benutzt, ihre Geschlechtsteile weggeschlitten, ihre Hormone dadurch weggenommen, damit sie, wenn sie Diener im Haus bei den reichen Leuten waren, nicht die Frauen angehen. Und die waren damit natürlich unfähig, eine Ehe zu führen. Und mit Ehe ist immer dieser große Kontext gemeint, ein Fleisch zu sein, Kinder zu bekommen, den Gedanken, den Schöpfungsgedanken umzusetzen, seid fruchtbar und mehret euch. All das bleibt diesen Menschen verwehrt. Der Wunsch, der im innersten Herzen da ist, Nachkommen zu haben. Manche verzichten auf die Ehe, um sich ganz um das Himmelreich zu kümmern. Und Jesus macht so eine ganz große Perspektive auf und nimmt all die Leute zusammen, die in diesem von Gott gedachten Rahmen der Ehe einfach nicht reinpassen. Und er wertschätzt sie. Er sagt, diese Menschen gibt es. Also sollten wir genauso auch mit den Menschen, die heutzutage von sich dieses Gefühl haben und sagen, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich fühle anders als du. Wir sollten genauso wertschätzend mit ihnen umgehen, wie Jesus damals mit diesen Menschen umgegangen ist. Und noch ein bisschen deutlicher wird's, wenn wir in Jesaja reinschauen und vielleicht hat Jesus diese Bibelstelle im Blick gehabt. Da steht nämlich Folgendes, denn so spricht der Herr, den Eunuchen oder den Verschnittenen heißt es da genau, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der viel mehr wert ist als Söhne und Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben werde, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Merkt ihr, was Jesus macht? Jesus sagt, wenn du nicht in diesem Stand bist, in dieser Berufung, wenn du anders bist, mit deinen Gefühlen, die du hast, und dich an mir ausrichtest, und das ist ganz entscheidend, hier steht nämlich, ich habe es euch unterstrichen, meinen Sabbat heilig. Das ist nichts anderes, als zu sagen, der Sabbat ist die Begegnung mit Gott, wer zu mir eine Beziehung hat. Dem wird Jesus ein Denkmal setzen. Und er sagt, dieses von mir geehrt zu werden in Ewigkeit ist viel mehr wert, als in dieser Welt Kinder zu hinterlassen. Und deshalb ist die große Frage, wenn Jesus damals so mit Menschen umgehen, die anders sind, mit Minderheiten, dann ist die Frage, wie gehen wir mit geschlechtlich, sexuell anderen Menschen, die andere Identitäten empfinden, um, obwohl sie sich nicht nach dem Schöpfungsgedanken Gottes ausrichten. Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Das erste ist Annahme in meinem Denken. Es geht erstmal nur um unser Denken. Haben wir eine Abwehrhaltung gegen diese Menschen, dass wir pauschal sagen, mit dir will ich gar nichts zu tun haben. Du bist so anders, du machst mir Angst. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, du bist doch gegen den Schöpfungswillen Gottes. Ich mache uns Mut, in unserem Denken umzudenken und zu sagen, du bist
eine geliebte Person Gottes. Du bist ein Mensch und hast Sehnsucht nach Liebe, Annahme und Liebe, weil Gott dich gemacht hat und das in dein Innerstes gelegt hast. Auch wenn deine Gedanken und Gefühle vielleicht im Moment komplett durcheinander sind. Die zweite Sache, Einladung und Gemeinschaft. Wir Christen und Gemeinden sollten unsere Häuser öffnen und sagen, wenn du so empfindest, dann komm zu uns, weil du hier den finden kannst, der dir hilft, deine Identität zu finden. Also Christen und Gemeinden sollten offen sein. Der dritte Punkt, und das ist unser Hauptziel, wir wollen diese Menschen zu Jesus führen, denn seine Zusage gilt, ein Leben mit Jesus Christus verändert, prägt und bestimmt die Identität und bringt Heilung für eine verletzte Seele. Und ich habe uns zwei Bibelverse noch mitgebracht, die das belegen, weil es das Herz Gottes ist. Kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurem Leben fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und das 2. Korinther 5, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt und an der Stelle muss ich sagen, es ist einfach sehr umfangreich. Wir werden heute ein bisschen länger machen müssen. Es geht nicht anders. Ich hoffe, ihr haltet noch durch. Es ist jetzt eigentlich 12:00, wir brauchen noch 20 Minuten mindestens. Also, und da ändert sich unser Bühnenbild. Ich stelle ein bisschen was hin, weil jetzt kommen wir dahin, was ist die Identität und Prägung? Was bestimmt uns? Und dazu müssen wir noch ein bisschen aufbauen. Okay. Identität, Prägung, Lüge oder Wahrheit. Wer bestimmt meine Identität und was prägt mich? Die Lüge oder die Wahrheit? Und wir steigen ein mit dem, was Jesus uns zusagt. Vielen Dank, Ilse, ich trinke mal. Und wir schauen uns ein paar Zusagen Gottes an, die so granatenmäßig sind, wo wir merken, egal wie du orientiert bist als Mensch, das ist eigentlich das, was Jesus und Gott für uns gedacht hat, als er uns als Männer und Frauen gemacht hat. Wir sind angelegt für die Ewigkeit. Wir sind angelegt, als Menschen mit Jesus und Gott Gemeinschaft zu haben. Und jetzt steht in Römer 8, Vers 29 bis 30, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, die Menschen, die ihm vertrauen, in Klammern, ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlicher werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Das war das, was Christian gesehen hat in seinem Bild, die Königskrone. Anteil an seiner Herrlichkeit. Du bist Tochter, du bist Sohn Gottes, wenn du ihm vertraust. Das ist deine Identität. Das ist das, was Jesus jedem Menschen verspricht, wenn du anfängst, ihm zu vertrauen. Und es ist vollkommen egal, ob du in deinen Gefühlen vielleicht irgendwann mal schwul empfunden hast oder dich anders orientiert hast. Bei Jesus
kannst du deine wahre Identität finden. Keiner ist ausgeklammert. Keiner, niemand. Jesus liebt dich. Lasst uns stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben, sagt Paulus im Epheserbrief, als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur, und jetzt kommen drei Begrifflichkeiten, wir sind zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Wahrheit berufen und sollen dieses neue Wesen annehmen. Und das ist jetzt die große Frage, was prägt mich in meinem Alltag, Wahrheit oder Lüge? Und ich habe euch versucht, mal hier von so einen Lebensweg darzustellen. Das ist also hier so unsere Lebensspur, die führt auf die Bühne und in die Richtung sind wir unterwegs. Und jetzt muss ich mich jeden Tag entscheiden. Entscheide ich mich für die Lüge oder entscheide ich mich für die Wahrheit? Wo will ich hin? Ist der Zeitgeist oder in dem Bibeltext, ihr könnt es schon lesen, der, der diese Welt lenkt, mein Bezugspunkt und glaube ich seine Lügen oder glaube ich der Wahrheit des Schöpfers? Und deshalb schauen wir uns nochmal an, was über diesen Fürst dieser Welt, über den Teufel gesagt wird. Johannes 8, Vers 44, ihr lest es da schon an der Wand. Ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Beginn an ein Mörder, hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit, denn er lügt. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wir wissen das aus der Bibel schon am Anfang, sich dieser Gegenspieler Gottes, der Teufel, als Lügner herauskristallisiert hat. Und das zieht sich durch seine Persönlichkeit. Und er will uns genau in diese Denkmuster ziehen. Und genau auch auf diesem Weg. Und ich will jetzt mit euch mal ein bisschen ein praktisches Beispiel durchgehen, dass wir verstehen, okay, wie geht es denn solchen Menschen, die vielleicht so durcheinander sind oder die vielleicht eine Prägung mitbekommen haben, die wir gar nicht so nachvollziehen können. Und wir steigen mal in eine fiktive Geschichte ein. Stellt euch vor, da lebt ein ganz normales Ehepaar zusammen, hat normal geheiratet und der Mann war schon immer so ein bisschen dominant und sie haben ein Kind bekommen, ein Mädchen und das wächst heran und der Mann, der kümmert sich eigentlich nicht wirklich um seine Frau, sondern der kümmert sich viel um seine eigenen Sachen, das, was ihm wichtig ist. Er geht den Dingen nach, er trifft sich mit seinen Freunden, ab und zu ist er auch zu Hause. Also man hat den Eindruck, es ist mehr so ein Leben nebeneinander. Er benutzt seine Frau sehr gern zum Sex und oft auch so, dass sie gar keine Lust dazu hat, aber er will das unbedingt durchbringen. Wenn er getrunken hat, dann kann es schon mal sein, dass es laut wird oder sogar handgreiflich. Und das Mädchen, das aufwächst in dieser Familie, bekommt ein Bild mit von einem Vater, der nicht wirklich interessiert ist an der Mutter und an dem Kind vielleicht, der seine eigenen Ziele umsetzt, der nicht liebevoll ist, der die Mutter nur gebraucht, wenn sie gebraucht wird, der ihren Spaß hat und der sie im schlimmsten Falle noch schlägt. Und es entsteht ein Gefühl und ein Bild davon, dass Männer nicht gut sind. Und dann kommt es vielleicht dazu, dass irgendwann das eskaliert und die Frau sagt, ich kann nicht mehr und bricht aus und zieht mit ihrer Tochter, die inzwischen 12, 13 ist, so in die Pubertät reinkommt, von zu Hause aus und zieht bei einer Freundin ein. Und das geht so einige Jahre. Und sie merken, wir ergänzen uns richtig gut. Das funktioniert auf einmal im Alltag. Dass nicht so einer da, vor dem ich Angst haben muss. Und dann kommt vielleicht wieder Gefühle von Nähe und Zuneigung und Geborgenheit. Und auf einmal ist diese Mutter so verwirrt,
dass sie sich hingezogen fühlt zu ihrer Freundin. Und es entsteht eine Lebensgemeinschaft. Und von außen sagen Leute, guck mal, die sind zusammengezogen, die leben zusammen. Vielleicht entsteht dann auch was Sexuelles. Und das Mädchen erlebt das. Und hat die ganze Zeit, wo sie groß geworden ist, jetzt ist sie vielleicht 17, keinen Vater als Vorbild. Keine männliche Person in ihrem Leben, in ihrem engsten Lebensumkreis, sondern nur ein ganz schlecht besetztes negatives Bild. Und dann ist sie 17 und im Freundeskreis und sie merkt, irgendwie kribbelt es doch bei mir. Und sie kommt mit Jungs in Beziehung und da ist so ein cooler Typ in so einer Jungsgang, der sieht gut aus und plötzlich macht er irgendwie so schöne Worte für sie und sie fühlt sich geschmeichelt und sie lässt sich auf ihn ein und der Junge ist ziemlich forsch, junger Mann, und er will sie irgendwie kriegen und gewinnen. Und es dauert nicht lange, da will er viel mehr. Und er sagt zu ihr, wenn du mich wirklich liebst, dann schläfst du jetzt mit mir. Ich will jetzt Sex mit dir. Und sie wehrt sich erst, aber dann irgendwann sagt sie, ich will das nicht verlieren, was jetzt vielleicht entsteht. Und sie schläft mit ihm und das erste Mal Sex ist richtig unangenehm. Sie fühlt sich wie ihre Mutter. Missbraucht, benutzt. Und dann tut es noch weh und sie sagt, nee, hätte ich nur auf meine Mutter gehört, die hat das alles schon durch. Nie wieder Männer. Eine Geschichte. Und jetzt ist die Frage, an welcher Stelle in dieser Lebensgeschichte war überall der Teufel da und hat die Nöte von uns Menschen, die wir uns oft selber einbrocken oder fast immer, die hat er benutzt und hat Lügen in unser Leben gestreut. Du bist nicht besser. Du bist doch selber dran schuld, dass dein Freund dich jetzt einfach so hart genommen hat. Und warum hast du deinem Mann widersprochen? Das ist halt so. Und in unseren Gedanken wälzen sich Gedanken, die von Lüge dominiert sind. Die der im Hintergrund hat, der sagt, ich will diese Welt zerstören. Ich habe keine guten Gedanken für die Menschen. Eine zweite Geschichte. Stell dir vor, wieder ein klassisches Ehepaar, verheiratet, gestartet, ein sehr zurückhaltender Mann. Sehr liebevoll, sehr hilfsbereit, lebt mit einer ziemlich kecken Frau zusammen und manchmal fragt er sich, wenn er die sieht, hab keine Ahnung, wie ich zu der gekommen bin. Die ist so krass, die passt eigentlich gar nicht zu mir, aber ich bin so stolz, irgendwie so schön. Manchmal kommen solche Gefühle hoch, aber im Alltag ist es oft anders, dass sie dann ankommt, die schöne Frau, und sagt, Mensch, wir brauchen noch dies und jenes, ich will mit meinen Freundinnen wieder ausgehen, versuch mal noch ein bisschen mehr Geld ranzuschaffen. Und wäre schön, wenn wir nächstes Jahr irgendwie auch mal einen richtig fetten Urlaub machen. Ich will einfach mit meinen Freundinnen mithalten. Und er spürt einen Druck, der immer größer wird, leisten zu müssen, für alles klarzukommen. Und dann merkt er, eigentlich hat meine Frau gar keine Zeit für mich. Die trifft sich nur mit ihren Freundinnen und Arbeitskollegen und ich bin nur am Molochen. Und in ihm kommt Traurigkeit hoch. Und er fragt sich, ist es das wert? Und dann, eines Tages traut er sich wieder mal, denn er ist ja sehr zurückhaltend und sagt, ey, wäre schön, wenn wir mal wieder zusammen kuscheln können. Und was er damit meint, wisst ihr. Und dann sagt er, nee, keine Zeit, keine Lust, jetzt nicht. Ich will lieber mit meiner Freundin telefonieren. Und zufällig hört er das Telefonat und in dem Telefonat geht es darum, dass er mitkriegt, ey, der Arbeitskollege ist so ein geiler Hengst, so ein scharfer Typ. Und jetzt gehen seine Alarmleuchten an. Er geht ihm hinterher und merkt, seine Frau betrügt ihn. Er ist der, der missbraucht wurde, der nur für den Unterhalt sorgen sollte.
Und er zieht sich zurück und sagt, dafür nicht. Und vielleicht kommt er dann auch in irgendwelche Krisen und sagt, hey, was mache ich jetzt damit? Und wendet sich einem Kumpel zu und sagt, Männerfreundschaften sind eh die einzig wahren Freundschaften. Aufgesessen an vielen Lügen, an vielen Dingen, die der Teufel in unser Leben zulässt und bewusst reinstreut, die unser Leben kaputt machen. Und in diese kaputte Welt kommt Jesus. In diese kaputte Welt kommt Jesus mit dieser Aussage und sagt, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt nur durch mich. Und ich will jetzt nochmal hier diese Blätter hochklappen, weil das so ein bisschen beschreibt, was die Begleiterscheinungen sind, wenn ich mich in meinem Leben der Lüge zuwende, beziehungsweise die Lüge in meinem Leben zulasse. Dann merke ich, dass meine Identität vom Teufel geraubt wird. Die Identität, die Gott mir als Mensch gegeben hat, als Mann oder Frau, die wird geraubt. Ich erlebe Ablehnung und Verletzung. Ich beginne mich zurückzuziehen und merke, was Einsamkeit ist. Alles, weil ich Lügen glaube. Ich mache mir Sorgen und Ängste fangen an, mein Leben zu dominieren. Und das kann im schlimmsten Falle so weit gehen, dass ich in Depressionen rutsche, dass ich merke, dieses ganze Leben ist mir viel zu viel. Diese Ansprüche von allen Seiten und meine eigenen Ansprüche. Wodurch sind die Ansprüche entstanden? Hierdurch. Ganz oft Lügen. Lügen, die ich mir selber einrede, die ich selber glaube, die der Teufel in mein Herz streut. Und im schlimmsten Falle will ich meinem Leben ein Ende setzen. Und jetzt sagt Jesus, komm zu mir, denn ich bin der Weg. Wenn du bei mir lang gehst und an der Wahrheit lang gehst, dann wirst du meine Sichtweise kennenlernen. Meine Sichtweise in meinem Wort. Du wirst mich als Person kennenlernen. Denn ich bin die Wahrheit. Das, was ich dir sage, bringt dich zum Leben. Und es ist damit verbunden, dass du die Identität von Gott zugesprochen bekommst, wie Gott dich wirklich sieht. Dass du von ihm angenommen bist, dass du erfährst, was es bedeutet, geliebt zu sein und ermutigt zu werden. Dass du Hilfe und Freude erfährst in deinem Leben hier, obwohl immer noch Schwierigkeiten da sind. Aber du bist in der Identität als Kind Gottes. Und du hast eine Geborgenheit und einen Frieden. Und genau das, dazu fordert Gott uns auf. Und er gibt uns eine Kraft, die nicht von uns kommt, diesen Weg zu gehen, den Weg der Wahrheit und den Weg der Lüge abzuwehren. Und im 2. Korintherbrief steht das, die Waffen, mit denen wir unsere Kämpfe führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Das ist damit gemeint. Feindliche Festungen. Lügen. Lügen, die wir glauben. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen. Eigenmächtige Gedankengebäude. Unsere Prägung, unsere Gefühle basieren genau auf diesen Dingen, unseren Erfahrungen. Das, was wir erlebt haben und unser Gefühl speichert das ab. Und wenn die von schlechten Dingen und von Lügen geprägt sind, dann sind das eigenmächtige Gedankengebäude, Gefängnisse, in denen wir uns befinden, die geprägt sind von menschlichem Hochmut. Ich will mich Gott nicht unterordnen. Ich lebe mein Leben selbst. Ich komme klar ohne Gott.
der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und dann noch aus dem Epheserbrief: legt die Rüstung, die Gott für euch bereithält, an mit allen Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Und ich komme zum Ende. Denn die Frage ist, wer bestimmt deine Identität? Welche Verletzung hast du mitgebracht? Wo lebst du in diesen Lebensmustern? Wo merkst du, dass Lügen immer wieder in deinem Leben greifen können? Wo merkst du, dass du der Wahrheit nachgehen darfst? Und ich möchte dir Mut machen, deine Gefühle und deine Prägung zu nehmen und zum Kreuz zu bringen. Und zu sagen: Jesus, du bist der Einzige, der meine Gefühle und meine Prägung wirklich verändern kann. Indem du mir zusprichst, wer ich wirklich bin. Indem du meine Verletzungen nimmst, sie heilst und mir sagst: du bist mein geliebtes Kind. Ich will jetzt für dich beten und danach wird es noch ein paar Minuten geben, wo du einfach bei der Fülle der Gedanken heute nochmal für dich sortierst und sagst: okay, Jesus, was ist heute für mich dran? Was kann ich aus diesen Dingen mitnehmen? Ist es vielleicht der Punkt, wie ich über Schwule und Lesben und Andersdenkende denke? Bin ich vielleicht selber einer, der von Lügen getrieben ist und eine ganze Menge Triggerpunkte im Leben habe, die mich immer wieder gefangen halten? Und Jesus, ich möchte jetzt beten, dass du durch deinen Heiligen Geist kommst und dass du jeden Einzelnen dort abholst und triffst, wo du ihn hingebracht hast, wo du ihn vorbereitet hast. Du kennst unser Leben mit allen Wendungen, mit allem, was uns geprägt hat, mit all dem, wo wir verletzt wurden, wo wir andere verletzt haben, wo wir uns unserer Identität unsicher sind. Und Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du in deiner Wahrheit in unser Leben kommst und uns zeigst, dass du der Weg bist. Wie du es verheißen hast. Dass du der Weg bist raus aus Depressionen, raus aus Verirrung, aus Not und Sorge, aus Ängsten. Weil du uns die Wahrheit zeigst, weil du uns in Liebe begegnest, weil du uns annimmst, weil du uns siehst, auch wenn wir eine Minderheit sind. Wenn ich vielleicht ganz anders empfinde im Moment als die ganzen Menschen um mich herum, du siehst mich, Jesus, und sagst: ich liebe dich. Jesus, ich bete, dass du wirkst und dass du damit tust, was dir gefällt. Danke, dass du uns Menschen lieb hast. Amen.